Plötzlich fallen Schüsse, die Demonstrierenden werfen sich auf den Boden, um dem Kugelhagel eines Polizisten auszuweichen. 4 Menschen kommen in Cali ums Leben. Die drittgrößte Stadt des Landes ist das Epizentrum der Proteste gegen die Regierung. Die Lage spitzt sich zu. Präsident Iván Duque setzt auf Härte, will nun 7000 Soldaten schicken. Ich möchte es absolut klar machen. Ab heute Abend beginnt der maximale Einsatz von militärischer Unterstützung für die nationale Polizei in Cali. Seit Ende April gehen zehntausende Menschen in ganz Kolumbien gegen die Regierung auf die Straße, fordern ein Grundeinkommen und Perspektiven für die Jugend. Immer wieder schlagen die Proteste in Gewalt um. Der Ursprung war eine geplante Steuererhöhung, die auch ärmere Bevölkerungsteile belastet hätte. Die ist inzwischen zurückgenommen, doch die Proteste halten an. Wir demonstrieren für die Rechte unserer Kinder und für die Zukunft unseres Landes. Die Gewalt ist ein Ergebnis unserer Regierung. Immer wieder kommt es in Kolumbien zu Protesten. Durch Corona hat sich die wirtschaftliche Situation vieler Menschen drastisch verschlechtert.